Irgendwas ist hier. Oh, ein Tippel. Ich hoffe, der adoptiert mich. Sieht aber so aus. Oh, das ist schön. Da bin ich nicht mehr ganz allein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Heute spielen wir endlich mal den Stego. Ich versuche mal lieber direkt bei dem Dibble zu bleiben. Ich will sehr, sehr ungern nur allein sein, muss ich sagen. Das ist jetzt mein neuer Ziehpapa. Oder nee, ich glaube, das ist eher eine Mama. Ich hoffe echt, du passt auf mich auf. Das wäre sehr lieb. Oh, ich bin so heilfroh, nicht mehr alleine zu sein. Ich bin halt total das Opfer. Ich bin super langsam und einfach nur so ein dicker Fleischball, den jeder Fleischfresser gerne erlegen möchte. Das Problem ist halt, ich muss jetzt leider einmal in die Babyzone wegen der Diät. Ich hoffe, der Dibble folgt mir. Sieht aber ganz so aus. Komm mit, mein Großer. Oh, was da? Direkt aufgespießt. Aber er hat mich beschützt. Du bist der Beste. Oh, da kommt noch einer. Nervige Trodons. Aua. Okay, er hat ihn. Gott sei Dank habe ich den Dibble direkt getroffen. Ist einfach mein Beschützer. Wir müssen gehen, komm. Weiter zur Babyzone. Komm mit. Komm. Vielen Dank, dass du auf mich aufpasst. Oh nein. Das ist nicht gut. Da ist einfach ein großer Zehrer. Ich versuche schön hinter ihm zu bleiben, dass er mich nicht treffen kann. Okay, er verjagt ihn, glaube ich. Ich sollte mich, glaube ich, verstecken. Ich renne mal hier in die Büsche. Ich bin ja ganz gut getarnt. Ist die Luft wieder rein? Ich glaube, er ruft nach mir. Ich bin hier. Alles gut. Wartest du kurz auf mich? Geh mal ganz schnell die Pilze fressen, dann komme ich wieder. Ich hoffe, ich finde die jetzt auch schnell, nicht, dass er gleich abhaut oder sowas. Nein, nicht hier reinrennen, mein Großer. Du wirst doch zerstochen. Ich komme gleich wieder. Ah, hier sind die Pilze. Oh nein, da sind schon wieder Trodons. Oh, du bist ja doch hier. Okay, er weicht nicht von meiner Seite. Dann kann ich ja auch noch hier weiter essen. Okay, ich habe die Diät voll. Jetzt kann ich kommen. Jetzt können wir hier verschwinden. Lass sie abhauen, bevor die Trodons gleich wiederkommen. Oder du ruhst dich erst aus, ist auch okay. Oh, da ist ein Fleischfresser, ein großer. Steh auf. Ich hoffe, er hat das gesehen. Oh, hier sind überall Fleischfresser, das ist wirklich schlimm. Wir müssen ganz schnell hier verschwinden. Oh nein. Alles will mich fressen. Ey, ich habe so ein Glück, dass ich den Dibble am Anfang getroffen habe und der mich jetzt beschützt. Ich weiß gar nicht, wie ich dich nennen soll. Du bist ein Weibchen, oder? Du hast zumindest nicht diese Male Markings, also diese männliche Farbe da hinten auf dem Rücken. Ich gehe mal davon aus, dass du ein Weibchen bist. Ich glaube, ich nenne dich Klößchen.
Das ist ein passender Name und der würde auch gehen, falls du ein Männchen sein solltest. Okay, du heißt ab jetzt Klößchen. Ich glaube, wir gehen jetzt gleich Richtung Wasser. Der See ist, glaube ich, genau in die Richtung, wo wir jetzt hingehen. Ich muss immer schön in der Nähe bleiben. Was tatsächlich echt praktisch ist, ist meine Farbe. Bin nämlich recht gut getarnt, wenn ich in die Büsche renne. Ja, da sind wir. Jetzt schnell was trinken. Ich hoffe wirklich, dass hier keine Crocs sind. Aber eigentlich ist der See immer nicht so beliebt bei Crocs. Ich hoffe einfach mal das Beste. Oh, da vorne ist ein Tenno. Oh, das ist schön. Unsere Herde wächst. Jetzt haben wir noch einen zweiten Beschützer. Ich muss trotzdem echt aufpassen, weil wenn wir angegriffen werden, dann werden die wahrscheinlich mich als erst wegsnacken. Ich bin das schwächste Glied in der Kette. Ja, wo geht's jetzt als nächstes hin? Ich glaube, die beiden wollen hier was essen. Meine Zone ist aber leider nicht hier. Das heißt, früher oder später muss ich hier abhauen. Ich habe auch keine Patrol Zone oder sowas. Naja, ein bisschen kann ich ja noch bleiben. Aktuell sind meine Diäten ja voll. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal den Schutz der beiden genießen, solange ich kann. Und ein bisschen wachsen. Ah, guck mal, es geht runter zum Strand. Na, die haben halt hier alle ihre Diäten. Schade, dass ich hier nichts habe. Ich würde gerne einfach die ganze Zeit erstmal hier bleiben und wachsen. Weil ich glaube, es dauert, bis ich mich gut selber verteidigen kann. Ich weiß gar nicht, wie lange wächst denn so ein Stego? 5-6 Stunden? Ich glaube schon. Also das ist noch ein weiter, weiter Weg vor uns. Guten Appetit, ihr beiden. Lasst euch schmecken. Da oben ist irgendein Fleischfresser. Ich glaube, das ist ein kleiner Kano. Hau ab! Mit dem könnt ihr es, glaube ich, sogar selber aufnehmen. Oh, guck mal. Klößchen hat noch weitere Diablos gefunden. Oh, das ist aber schön. Das könnte sogar die richtige Familie sein. Weil da rechts ist noch ein Männchen. Und die beiden kleineren sehen so aus wie die Babys von den Farben. Vielleicht kannten die sich ja sogar schon. Hauptsache, ich bin jetzt nicht außen vor. Aber ich denke mal nicht. Je größer die Herde, desto stärker sind wir. Oha, da kloppen sie sich direkt. Direkt Ehestreit. Das klingt immer so böse, wenn die sich Köpfe gegeneinander hauen. Armes Klößchen. Oh, von hinten. Oh, das war gemein. Richtig fies. Ja, aber die beiden haben sich noch lieb. Und ich tröste Klößchen jetzt auch ein bisschen. Mittlerweile ist jetzt auch tiefste Nacht und es ist auch richtig am Gießen. Wir trinken gerade alle gemeinsam. Ach, wie süß. Klößchen stellt sich sogar vor uns, damit uns nichts passiert. Boah, das sieht gerade richtig cool aus. Der Regen hat nämlich gerade aufgehört. Der Boden ist noch feucht. Und da oben scheint schon so ein bisschen der Mond durch. Die Wolken lösen sich gerade auf. So, der Server ist gerade gerestartet. Und ich glaube, ich muss mich gleich von meiner Gruppe nochmal kurz trennen, weil meine Diäten sind schon unter 50%. Ja, und ich bin noch Hatchling. Ich glaube, ich kann nochmal zur Babyzone. Weiß halt nicht, ob das geht. Aber hier gibt es halt kein Fressen für mich. Ist halt das große Problem. Ich verabschiede mich jetzt von allen. Ich muss gehen, Leute. Es tut mir leid. Ich brauche meine Diäten. Aber danke fürs Aufpassen auf mich. Bis dann. Macht's gut. Ich habe ein Stego gefunden. Ich bin einfach einem Schrei gefolgt. Oh, wie schön. All right.
Oh, ich bin nicht mehr allein. Das ist ja ein Träumchen. Ja, wir gehen jetzt hier was trinken. Ist bei mir aber auch allerhöchste Eisenbahn. Ich bin halt schon rot. Aber er beschützt mich. Was liegt denn da auf der Brücke? Ist das ein Taco? Nee, das ist ein kleiner Teno. Ach, wie süß. Der ist ja winzig. Oh. Bin schon ganz schön gewachsen. Na, fast 25%. Nicht schlecht. Oh, oh. Oh, wir sind endlich in der Zone. Meine Diäten sind auch schon wieder komplett leer. Wird jetzt Zeit, dass wir was Neues zu essen finden. Oh, was ist das denn? Ist das ein kleiner Hübsi? Tatsächlich. Der ist ja süß. Ein Winzling. Ja, wir sind jetzt irgendwie durch Zufall wieder eine Herde geworden. Einfach nur, weil wir hier zur Zone gelaufen sind. Aber ich glaube, wir gehören alle nicht so richtig zusammen. Wir laufen gerade alle nur in die gleiche Richtung, weil wir Hunger haben. Was sind das denn für lustige Früchte? Sind das Melonen oder sowas? Oh, wie cool der hochgeht, der Stego. Das sieht ja süß aus. Ah, guck mal, hier sind noch eine Menge andere Stegos. Aber ich glaube, so eine große Gruppe dürfen wir nicht bilden. Ich glaube, maximales Gruppenlimit ist 5. Die sind, glaube ich, schon zu viert. Und wir sind zu zweit. Oh nein. Das ist der kleine Hübsi, den wir vorhin noch gesehen hatten. Der wurde eiskalt gekillt. Der Arme. Was ist denn hier los? Das ist ja totales Gewusel hier. Mein Gott. Das sind so viele Pflanzenfresser. Überall stehen Stego-Gruppen. Das ist gerade richtig der Hotspot. Die schreiben da, glaube ich, gerade auf Französisch, dass in dem Gewässer, wo wir hingehen wollen, ein riesiger Dino drin ist. Das heißt, trinken wird da wahrscheinlich nichts. Guck mal, das ist die nächste Stego-Gruppe. Und da sind auch Zeras links. Man muss halt richtig aufpassen. Na, guck mal, die Stegos sind nur zu dritt. Ich glaube, das Pack-Limit ist 5, also... Ey, so viele Stegos habe ich auch lange nicht gesehen. Hey, ist halt so viel los. Aber der Server hat auch mittlerweile so viele Slots. Ja, 240 Spieler sind drauf. Deswegen ist hier, glaube ich, so viel los. Das ist verrückt. Also hier sollen die Dinos drin sein. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier eine Möglichkeit haben zu trinken. Ich glaube, die blocken das auf jeden Fall für uns Kleine ab. Die anderen Stegos. Oh, da ist er. Der hat versucht, darüber zu schießen. Oh, ich sollte auch gehen, wenn die anderen abhauen. Ich trete mich jetzt nicht voll. Ach, wir sind jetzt sogar in der Gruppe hier.
Ach cool, dann sind wir jetzt zu fünft. Ja, das ist natürlich sehr schön. 5 Stegos. Jetzt fühle ich mich sicher. Okay, die Dilos greifen mich an. Ah, meine Mates sind da. Jetzt bin ich leider vergiftet. Oh, der hat hier ein Nest. Der Stego. Wie schön. Das ist ja süß. Einfach so 5 Riesen-Stego-Eier. Viel Glück, mein Kleiner. Jetzt wird es nochmal gefährlich. Das Croc hat schon reingebissen. Ganz frech. Da ist es schon wieder. Gut, dass der Baumstamm da liegt. Der hilft echt. Dieses Croc. Das hatte richtig Bock auf uns. Lecker Stego-Braten. Oh. Okay, reicht. Das ist nochmal gut gegangen. Ich glaube, der Furan schützt die nochmal. Das ist lieb. Da ist das Croc wieder. Ah, es hat ein bisschen was abbekommen. Diese fiesen Dinger, ey. Die haben richtig Bock, die Crocs hier. Wenn dieser Baumstamm nicht wäre, könnte man gar nicht trinken. Oh, der kam mir aus dem Nichts. Und ist einfach gestorben. Was war das denn jetzt für eine Suizidattacke? Er hat mich auf jeden Fall erschreckt. What up? Euer Mate hat es direkt zerfetzt. Oh, die greifen halt echt an. Sauer. Die haben halt richtig Bock. Autsch, er hat mich gehittet. Wurde umgeboxt von meinem Mate. Aua, aua, aua. Oh mein Gott, wir killen uns gegenseitig. Das ist gar nicht gut. Der andere Mate wurde auch gekillt. Die 4X-Formation hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich gehe drauf. Oh mein Gott. Ich habe halt keine Erfahrung mit dem Stego zu kämpfen.
Der will mich halt baiten. Oh mein Gott. Ich bin echt angespannt gerade. Es fühlt sich ganz komisch an, mit ihm zu kämpfen. Und die wollen halt mich. Oh nein. Oh, ich bin tot. Ich wurde von meinem Mate erschlagen, glaube ich. Oha. Da haben wir irgendwie ganz viel uns gegenseitig getroffen. Leider lief es nicht ganz so gut mit dem Stego, muss ich sagen. Aber ich hätte dennoch sehr viel Spaß, ihn mal auszuprobieren. Und falls ihr eine weitere Folge von dem Stego sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ansonsten könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, welche dieser Spezies ihr sonst als nächstes mal sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Shake that booty.